B2.0. Das rechtwinklige Dreieck ABC mit der Hypotenuse BC ist die Grundfläche der Pyramide ABCS, siehe Skizze. Es gilt, AC sind 10, AB 7, AS 9 cm. Runden Sie im Folgenden auf zwei Stellen nach dem Komma. Zeichnen Sie das Schrägbild der Pyramide ABCS, wobei die Strecke AC auf der Schrägbildachse und der Punkt C links vom Punkt A liegen soll. Für die Zeichnung gilt, Streckfaktor Q sind 0,5 und Verzerrwinkel Omega 45 Grad. Bestimmen Sie dann rechnerisch die Länge der Strecke CS und das Maß Epsilon des Winkels ACS. So, was haben wir alles hier gegeben? Können wir markieren, wir AC mit 10 cm, AB mit 7 cm und AS mit 9 cm. Und als Grundfläche haben wir das Rechtwinkeldreieck ABC. Also da ist irgendwo ein rechter Winkel mit dabei. Wir können ja mal die Skizze beschriften. AC hat 10 cm, AB 7 und AS sind 9. Jetzt soll man diese Pyramide zeichnen. Und zwar mit Streckfaktor Q, das heißt, alles, was verzerrt wird, wird mit 1,5 multipliziert und der Verzerrwinkel ist Omega, also alles, was nach hinten weggezeichnet wird, wird in einem 45-Grad-Winkel gezeichnet. So, womit fangen wir an? Am besten immer den Text durchsuchen, wo die Schrägbildachse zu finden ist, also hier heißt AC auf der Schrägbildachse, deswegen ist es am sinnvollsten, mit der Strecke AC anzufangen. AC sind 10 cm, genügend Platz lassen nach oben. So, stimmt das auch bei mir, die Verhältnisse? Ja. Also hier ist Punkt A und Punkt C. Jetzt wissen wir weiter, der Punkt S liegt senkrecht über dem Punkt A, das ist hier drin versteckt. Also einfach die Strecke AS nach oben wegzeichnen mit 9 cm. Dann ist hier der Punkt S zu finden. Dann können wir schon mal AS verbinden. So, und jetzt gilt es noch, diesen Punkt B einzuzeichnen. Der geht ja im Prinzip nach hinten weg. Das ist ja, also räumliches Vorstellungsvermögen brauchen wir. Und da kommt jetzt dieser Verzerrwinkel und der Strickfaktor ins Spiel. Also, wir haben hier einen 45-Grad-Winkel drin. Ja, das hier sind 45 Grad, da ist dieser Verzerrwinkel Omega zu finden und die Originalstrecke von C nach B, BC wäre 7 cm lang, da wir aber den Streckfaktor Q von 0,5 haben, wird diese Strecke also mit 0,5 halbiert und damit ist sie in der Zeichnung nur noch 3,5 cm lang. Ja, aber in Wirklichkeit bleibt es natürlich 7 cm lang. So, und zum Schluss noch verbinden. Und dann haben wir hier diese Pyramide. Wir sind aber nicht fertig, heißt, dann bestimmen Sie sodann die Strecke, die Länge der Strecke CS und das Maß des Winkels ACS. So, gehen wir erst auf die Strecke CS. Suchen wir uns wieder irgendeinen Dreieck, in dem diese Strecke ACS drin liegt. Halt, Moment, jetzt habe ich hier was falsch beschriftet. Nämlich hier ist der Punkt C und hier ist der Punkt A. So, jetzt macht das Ganze nämlich viel mehr Sinn. Also wir können jetzt auch in unserer Zeichnung die ganze Sachen beschriften. AC sind 10 cm, AS 9 cm und AB sind 7 cm. Also, hier haben wir noch einen rechten Winkel. Die Strecke CS soll berechnet werden. Wir schauen uns an, in welchem Dreieck liegt diese Strecke CS, nämlich im Dreieck ASC. Dieses Dreieck ist rechtwinklig, also funktionieren Pythagoras, Sinus, Cosinus und Tangens. Wenn wir schon zwei Strecken haben und eine dritte Strecke ist gesucht, dann funktioniert es am besten mit dem Pythagoras. Also Strecke CS lässt sich wie folgt berechnen. Pythagoras sagt, die längste Strecke zum Quadrat ist gleich kurze Strecke Quadrat plus kurze Strecke Quadrat. Die längste liegt immer gegenüber vom rechten Winkel. Also ist die Strecke CS auch gleichzeitig Hypotenuse. Also CS Quadrat ist gleich AC Quadrat plus AS Quadrat. Setzen wir die bekannten Größen ein. Folgt daraus, CS Quadrat ist gleich 10 Quadrat plus 9 Quadrat. Wie lösen wir das Quadrat auf? Na, mit der Wurzel. Und dann folgt daraus, CS ist gleich die Wurzel aus 10 Quadrat plus 9 Quadrat. Und das kann jetzt jeder Taschenrechner berechnen. Da kommt raus 13,45 cm. So, und damit ist CS bekannt. Als nächstes brauchen wir noch den Winkel ACS. Das ist der hier.
Gleiches Spiel, in welchem Dreieck liegt dieser Winkel? Im Dreieck ASC. Was kennen wir aus diesem Dreieck? Im Prinzip jetzt alle drei Dreiecksseiten. Damit funktionieren Pythagoras, Sinus, Cosinus und Tangens. Den Pythagoras brauchen wir jetzt nicht, weil das sagt ja über Winkel nichts aus. Also können wir uns für irgendeinen der anderen Sätze entscheiden. Nehmen wir zum Beispiel den Tangens, weil da ja, AC und AS sind ganze Zahlen. Da kommt vielleicht dann was Schönes raus. Also, Winkel ACS brauchen wir. Ja, jetzt habe ich gesagt, ich will den über den Tangens berechnen. Also Winkel ACS. Tangens von Winkel ACS ist gleich. So, schauen wir in der Formelsammlung nach. Da heißt es Gegenkathete durch Ankathete. Die Gegenkathete vom Winkel ACS ist immer die, die gegenüberliegt, also in dem Fall AS. Und die Ankathete ist die, die anliegt. Also AS geteilt durch AC. So, dann setzen wir ein und lösen gleich auf. Ja, hier habe ich noch eine Tangensform ACS. Entweder nimmt man den Solver, um es aufzulösen, oder wir setzen die Umkehrfunktion Tangens hoch minus 1 an. Und dann folgt daraus Winkel ACS ist gleich Tangens hoch minus 1 von AS waren 9 cm, AC waren 10 cm. Das schafft jetzt jeder Taschenrechner auszurechnen und damit kriegen wir einen Winkel von 41,99 Grad. Und das sind jetzt genau die Angaben, die Ergebnisse, die hier oben auch in der Angabe mit drin stehen. Und damit wäre die erste Aufgabe auch schon gelöst.